Wir hatten sofort viele Menschen in Hannover, weil das ist ja eine Veranstaltung, wo wir auch gerade Menschen aus vielen Einrichtungen aus Hannover einfach mal zusammenbringen möchten. Nicht im Rahmen einer fachlichen Veranstaltung, sondern im Rahmen von Betreuung. Wie kann man im Rahmen von Demenz auch noch mal so ein gewisses Stückchen an Normalität haben. Erinnerungen von früher, die Menschen, die halt früher gerne tanzen gegangen sind, die nicht die Möglichkeit mehr haben im Alltag einfach. Und das ist so ein Event, was wir auf den Weg gebracht haben, 2010 zum ersten Mal, nach damaligen Überlegungen, weil es doch recht kostenaufwendig ist oder war damals auch, uns doch dazu durchgerungen haben, es fortzuführen, weil es einfach so toll ist. Es hat sich sehr schnell rumgesprochen in Hannover und auch aus der Region, aus Pflegeeinrichtungen sind mittlerweile zahlreiche Gäste dabei. Wir erwarten heute um die 200 Gäste. Diese Veranstaltung heißt Annes Tanzball, weil die sozusagen Gründerin dieses Balles, Frau Anne Ballhausen, unsere damalige Öffentlichkeitsbeauftragte und Qualitätsbeauftragte, hat diese Veranstaltung ja ins Leben gerufen, ist leider 2 Jahre später verstorben, und so dass wir gesagt haben, auch besonders im Andenken an Frau Ballhausen und in Erinnerung an sie möchten wir dieses Event fortsetzen. Wir haben mit der Tanzschule Bothe eine Kooperation, was seit 7 Jahren wirklich sehr gut läuft. Diese Veranstaltung findet jeweils am ersten Freitag in den Sommerferien statt. Das Besondere an dieser Veranstaltung ist, an diesem Annes Tanzball, wie er jetzt ja heißt und früher einfach nur Ball für Menschen mit und ohne Demenz ist, dass er genau das beides verbindet, und zwar Menschen mit und auch ohne Demenz, dass sie gemeinsam tanzen können, einen schönen, wie wir sagen, Abend gemeinsam hier verbringen können. Und ganz wichtig ist für uns aber auch, dass jedes Mal auch unsere neuen Auszubildenden meist mit dabei sind und die dann auch den Kontakt kennenlernen dazu und zu diesen Personen. Es ist manchmal nicht ganz leicht, das zu machen. Ich kenne das selbst aber aus meiner Familie. Und deswegen haben wir damals dieses Projekt dann auch angefangen, weil ich mich da so ein bisschen auskannte, hat die Tanzschule Bothe gesagt, das machen wir doch dann mal zusammen. Und es ist ein tolles Projekt, jedes Jahr wieder. Das ging also ganz gut vonstatten, weil wir da schon lange Vorlaufzeit hatten, uns darauf vorbereiten konnten. Das war ja alles ganz prima organisiert. So etwas muss auch langfristig organisiert werden, weil man ja zum Beispiel die Jornita bestellen muss oder Privatwagen, Angehörige mit ins Boot nehmen. Das ist ja immer ganz, ganz wichtig. Man sieht ja hier unten auch ganz viele Einzelpersonen. Also man braucht nicht nur Angehörige, sondern eben auch ganz viel Personal. Und das ist auch eine lange Vorbereitungszeit. Also mit der Dienstplan muss dementsprechend eingestellt werden. Und dann wurde ja auch schon lange darüber gesprochen. Und alle waren ganz aufgeregt und haben sich gefreut. Und einige sind ja auch schon im letzten Jahr hier gewesen und konnten sich auch noch erinnern, wie schön es hier ist. Indem man zum Beispiel auch Musik aus den 30er, 40er, 50er, 60er Jahren schon mal vorher sich angehört hat, auf jeden Fall darüber gesprochen, was einen erwartet in der Tanzschule, was haben sie früher in der Tanzschule erlebt. Also wir sind eigentlich Anfang der Woche schon mit den Vorbereitungen angefangen und haben das wirklich gut strukturiert hinbekommen, und heute, einige Bewohner wissen es ja einfach nicht mehr aufgrund der Demenz, dass sie heute hierher fahren, aber es ist alles ganz entspannt abgelaufen, die Bewohner konnten noch ihren Kaffee trinken und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Dadurch, dass man dann auch eine gute Besetzung hat, dann kann es auch entspannt ablaufen. Und wir haben eine sehr demente Dame, die also immer so ihre Struktur benötigt. Und die war heute so mutig und hat sich überreden lassen, mitzukommen. Und die macht das so klasse. Und ich finde, das ist dann schon wirklich Erfolg, ne? Also bevor die Show beginnt, ist das schon Erfolg, finde ich. Wir haben
erstmal den Aspekt Musik in den Vordergrund gestellt. Also die, die wirklich auch gerne singen, gerne früher getanzt haben. Oft ist es ja aus körperlichen Gründen dann auch nicht mehr so möglich. Im Vordergrund steht halt der musikalische Aspekt, dass da Interesse besteht. Ne? Und wir haben es diskutiert, wer mit möchte und wer jetzt sofort von sich aus auch gesagt hat, oh, ich möchte, ist natürlich auch dabei. Ne? Okay.